Ich will nicht nach Paderborn, bloß nicht Paderborn, haben Sie diesen Satz aus dem Beitrag noch in den Ohren. Aber genau dahin gehen wir jetzt, in die zweite Liga, denn dort spielte heute Energie Cottbus, das schlechteste Team der Rückrunde. Energie ist in der Rückrunde abgestürzt, auf Platz 14, hat nur noch 4 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Es wird also richtig eng und die Fans, sie sind sauer, sie sind besorgt. Vergangene Woche blockierten sie den Kabinentrakt der Mannschaft. Es gab Aussprachen zwischen Team und Mannschaft und Trainer Rudi Bommer zog seine Mannschaft sogar in ein 2-tägiges Trainingslager. Alles vor dem wichtigen Auswärtsspiel heute in Paderborn. Boris Puschalski. Das ist das Team, das den Abstiegskampf annehmen und die Fans zurückgewinnen will. 550 Kilometer sind die gefahren und haben Verstärkung im Block. Vom verletzten Torhüter Thorsten Kirschbaum und dem gelb gesperrten Abwehrchef Uwe Mörle. Verbundenheit mit denen, die trotz allem immer noch zu ihrer Mannschaft stehen. Julian Börner ersetzt Mörle, Rangelow ist einzige Spitze. Paderborn in Schwarz, die Anfangsphase. Florian Mohr schickt Wemmer, Energie noch völlig arg und sorglos. Kara, 1:0. 73 Sekunden nach dem Anpfiff, es ist nicht zu fassen. Ein langer Ball und alles bei Energie ist sofort in Auflösung. Börner will helfen, macht die Mitte frei für Kara. Rudi Bommer, was soll er mit diesen Spielern eigentlich noch anstellen? Vielleicht sind sie ja jetzt wenigstens wach. Die direkte Antwort, Ecke Banovic, Adlung und Börner. Noch einmal Rangelow, abgeblockt. Julian Börner, der Ausgleich wäre extrem wichtig gewesen, als hätten sie ihr Glück verkauft. Paderborn zieht sich erst einmal entspannt zurück, lässt Energie machen. Aber den Roten fällt nicht viel ein. Keine Bewegung, kein Antritt quer und zurück. Angst vor Fehlern. Es sieht auch von oben nicht wirklich besser aus, was ihr Team da macht. Anders Paderborn, da geht es auch mal plötzlich schnell. Proschwitz sofort in die Spitze. Nick Proschwitz und Renno. Der vierte Einsatz für René Renno und das macht er hier ganz stark. Nur 1:0 die Führung immer noch. Gut eine halbe Stunde ist jetzt rum. Freistoß Kara. Und da ist es wieder passiert. Sören Brändi, so einfach geht das. Paderborn tanzt, Energie wie gelähmt. Was machen die da bloß? Der Ball lange unterwegs. Hünemeyer ist nicht eng genug bei Brändi. Und auch Renno hätte durchaus eingreifen dürfen. Der 5-Meter-Raum ist sein Revier. Energie zerfällt langsam aber sicher in die Einzelteile. Rangelow, der Kopf runter. Anspielstation nicht vorhanden, eine Ansammlung von Einzelkämpfern. Die beiden hier haben mit Verlaub noch bisher die beste Leistung abgeliefert. 0:2 zur Pause und wenig Hoffnung auf Besserung. Die zweite Hälfte. Energie wirkt ein bisschen engagierter. Adlung auf Fenin, der ist inzwischen im Spiel für Bittencourt. Das ist einfach sinnbildhaft. Es geht nichts, aber auch gar nichts zusammen. Immerhin, sie lassen sich nicht völlig hängen. 53 Minuten gespielt. Börner, und das ist doch mal ein Ansatz. Standards nutzen. Julian Börner, ein guter Versuch, da hat nicht viel gefehlt. Der direkte Gegenangriff von Paderborn. Das sieht erstmal eher nach gar nichts aus. Ziebig. Müsste langsam mal zum Ball. Aber Börner ist da. Julian Börner mit einem totalen Blackout. Brandy 3:0. Immer wenn man bei Energie denkt, schlimmer kann es nicht mehr kommen, setzen sie noch einen negativen Höhepunkt drauf. Renno kann einem, wie alle anderen, einfach nur noch leid tun. Vorbei ist es mit Versöhnung, Wiedergutmachung, die Fans am Ende ihrer Geduld. 65 Minuten rum und jetzt müssen sie aufpassen, dass es kein Debakel wird. Bitroff, der nächste Fehler. Energie Cottbus völlig von der Rolle. Ein Schatten besserer Zeiten, das wird hier in den letzten Minuten ein Charaktertest. Immerhin schon minutenlang kein kapitaler Fehler mehr. Freistoß Cottbus, Rangelow und drin. Dimitar Rangelow, 72. Minute, nur noch 3:1. Das klingt wenigstens nach einer halbwegs normalen Niederlage. Die Fans wollten an ihr Team glauben, aber den kann man selbst als Betschwester verkleidet verlieren. Die Schlussphase. Sie kämpfen. Versuchen wenigstens mit Anstand vom Platz zu gehen, aber das ist eben zu wenig. So sieht das beim Gegner aus. Energie hat aufgemacht, geht das Risiko, noch einen eingeschenkt zu bekommen. Brückner ganz lässig vorbei. Sie machen es seit Wochen jeden, der sich ihrem Tor nähert, viel zu leicht. Hünemeyer, Banovic rauschen vorbei. Der Ball zum Glück für Energie auf. Das war's. Paderborn 3, Cottbus 1. Das 8. Spiel ohne Sieg hintereinander für die Mannschaft von Rudi Bommer.
Es wird immer enger. Nur noch Platz 14. Nur noch 4 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Jetzt geht es in Cottbus nicht mehr um Wiedergutmachung. Ein ordentliches Verhältnis zu den Fans. Jetzt geht es für alle nur noch um das sportliche Überleben.